Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die 13. So, wir haben uns jetzt mal hier aus dem Kloster wieder rausgeschafft. Und zum Rand des Felsen, okay. Dann werden wir auch hier wieder angegriffen. Wieso hast du es überlebt? Doch alles nach links wieder aus. Wiedersehen. Tap. Da saß jetzt aber das Quadrat ein bisschen daneben. Gut, greife ich damit an? Nö, okay. Hey! Flieg hier. Granate! Ist nicht schön. Na, ich habe ja noch. Immerhin haben wir jetzt Munition, das geht ja dann doch ganz gut hier. So, bevor wir darüber schwingen. Jemand da? Ja. Ihr sollt bitte nicht euch bewegen, während ich schieße. Schulterschuss hat gereicht, okay. Haltet durch, Blei. Ich schicke einen Hubschrauber. Ist auf jeden Fall cool. Und da geht's direkt weiter, alles klar. Ich meine, ich hätte ja notfalls auch noch Granaten, aber Moment. Geht das doch gerade ganz gut. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht bewegt. Denn?
Oha. Sind noch mehr davon. Ich weiß nicht, warum ich so viel Heilung hatte. Gott, kann denn dieses MG mal irgendwie nützlich sein? Maus! Das wackelt hier alles viel zu viel. Ich hätte gern bitte wieder ein Scharfschützengewehr. Das hier ist echt ein Mist. Irgendwas, das bitte da hinzielt oder schießt, wo ich hinziele und das auch entfernt. Das ist so ein unglaublicher Bullshit hier. Senator Sheridan? Carrington hat mir alles erzählt. Ich möchte Ihnen helfen, die Mörder meines Bruders zu fassen. Die Verschwörung hat 20 Köpfe, alle in einflussreichen Positionen. Ihr Ziel ist es, die Demokratie außer Kraft zu setzen und ein totalitäres Regime zu errichten. Ein fürchterlicher Plan. Sie wollen die Manöver nutzen, um die Kontrolle über alle strategisch wichtigen Einrichtungen des Landes zu übernehmen. Das Kommandozentrum befindet sich in SSH-1. Ich habe dort jederzeit Zutritt, Tag und Nacht. Dort werde ich Nummer 1 antreffen. Ich begleite Sie. Anschließend, General, setzen wir unsere kleine Unterhaltung dort fort, wo wir Sie unterbrochen haben. Gehen Sie zur Buchhaltung und stellen Sie 1000 Fragen bezüglich des Budgets. Das wird unsere Anwesenheit rechtfertigen. Was uns betrifft, Colonel Marshall, lassen Sie uns zum Kommandoposten gehen. Okay. Schon wieder nicht entdeckt werden. Obwohl, da sind ja meist nicht so viele Gegner da. Wir hauen jetzt einfach um. So, dann bringt es doch mal rüber. Senator Sheridans Delegation ist eingetroffen. Ja, Mr. President.
Der Sonderbeauftragte des Präsidenten wird Sie empfangen. Nach Ihnen, Senator. Okay. Herzlich willkommen in SSH 1, Senator Sheridan. Hallo Calvin, nett von Ihnen, uns zu empfangen. Es gibt ein kleines Problem, Walter. Colonel Marshall kann uns nicht begleiten. Ich habe strikte Anweisungen von Präsident Galbraith. Aber ich... Die Nerven unserer Offiziere sind äußerst angespannt. Der Präsident möchte lieber Rücksicht auf Sie nehmen. Ich muss mich entschuldigen, Colonel Marshall. Gehen wir, Sheridan. Die Operationen werden jeden Moment beginnen. Finden wir einen anderen Weg hinein. Ich begleite Sie, Colonel. Na gut. Ich glaube, noch sollten wir nicht unbedingt auffallen. Bis bald, Colonel. Bis denn. Oh, guten Abend, Colonel. So, gute Nacht, Jaren. Dann haben wir euch ja mal soweit. Netterweise ist ja auch die Tür jetzt wieder zu. Hoffen wir mal, dass hier keiner rein möchte. Ein paar Alkoholiker am Werk. Hier ist echt nichts drin. Aus halt einer Flasche. Gut, die sind wir zumindest mal bewaffnet. Ja, Sir. Colonel Marshall hat das Gelände verlassen. Natürlich hat er das. Erstmal alles auf hier. Da kamen wir hier. Wir sollen dich nie erschießen. Dann brauchen wir nochmal Stuhlgang.
Wie soll ich denn an den beiden vorbei, ohne dass ich jemanden erschieße? Gehen Sie zur Buchhaltung und stellen Sie 1000 Fragen bezüglich des Budgets. Das wird unsere Anwesenheit rechtfertigen. Was uns betrifft, Colonel Marshall, lassen Sie uns zum Kommandoposten gehen. Da wäre ein Checkpoint schön, liebes Spiel. Ich habe so unglaublich viel Zeit hier verschwendet bisher. Das ist nervig. Komm. Ja komm, schneiden wir das doch nochmal raus. Bis gleich. Ja, ich sehe gerade hier, hier hätten wir auch weiter, oder sollten wir natürlich weiterkommen. Ja, hier haben wir einen, der weg muss. Ist in Ordnung, nehmen wir den Stuhl auch mal mit. Ist halt auch echt dumm, dass er die Sachen kaputt macht, wenn er irgendwo interagieren will, anstatt die einfach wegzulegen. Okay, du bist wahrscheinlich an der Tür da hinten. Wo rennt der jetzt überall rum? Komm doch mal hierher. So, sehr gut. Dann mal ab hier runter. Alle Mann auf Posten. Operation Total Red wird jeden Moment beginnen. In Ordnung. Schön, dass wir noch oben in dem Ding kurz waren. Ach, jetzt können wir... Es geht nicht, liebes Spiel. Ich kann diese Leichen nicht verstecken. Der scheint dahinter zu sein. Bist du hier? Überraschung. Gut, hier geht's erstmal nicht weiter. Da rennt aber noch jemand drin rum. Der nächste Stuhl. Obwohl ich ja echt leider gucken muss, ob da nicht irgendwelche Türen unterwegs sind. Das könnte jetzt knapp werden. Alarm! Mhm. Ach, den kann ich auf einmal wegschlagen. Mhm. Alle Mann auf Posten. Operation Total Red wird jeden Moment beginnen. Gut. Dann machen wir das Ganze auch in der nächsten Folge nochmal. Ich bedanke mich soweit mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.